Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. Wie geht das mit mir, dem Aquapainter? Und zwar möchte ich einfach ganz kurz auf das Thema Bärschleife eingehen. Ja, und zwar hat der Tommy der Bär, ich blende es hier mal kurz ein, die Frage gestellt, ob ich Ihnen das ganz kurz zeigen könnte, wie ich das mache mit meiner Kehrschleife, mit meinem speziell meinem Kehrschleifenmodul. Und da möchte ich natürlich mal kurz drauf eingehen. Der Jürgen hatte zwar darauf geantwortet bei Enthusia, Louis, jawohl, gucke ich auch die Videos, sehr schöne Videos, kann ich übrigens wärmstens empfehlen. Und aber der Louis von Enthusia, der erklärt meines Erachtens dieses Modul hier nicht. Der hat andere Module und die funktionieren mit Sensor und weiß ich. Aber ich hier speziell soll jetzt mal um dieses Modul, dieses TM73856 gehen von Train Modules. Das heißt, ein Modul, was über Kurzschlussvarianten funktioniert sehr prächtig, sehr gut, sehr zuverlässig. Ich habe überhaupt keine Probleme damit und deswegen mache ich ganz kurz den Tommy, der Bär, cooler Name, dieses Video hier. Das geht relativ flink heute und ich würde denken, wir gehen jetzt mal rüber zur Platte, dann mache ich das Ganze als Live-Aufnahme und dann sage ich mal bis gleich, macht's gut. Und dann bin ich direkt an meiner Chaos-Platte Steampunk angelangt. Und ich habe jetzt hier meine Wartungsschleife, Wartungsschleife, die noch von der Spur Z übrig ist oder beziehungsweise noch so ist mit dem Spur Z-Gleisen. Da hatte ich ja hier vorne die kleine Weiche eingebaut und da ist ja der Zug dann hier ringsrum gefahren. Der eine oder andere wird es noch kennen von meinen Videos. Und dann hat sich hier gewendet und konnte dann wieder zurückfahren. Das hatte ich da unten gemacht. Hier, da unten kam ja die Strecke raus, die aus meinem Schrank da von dem Wendel kam ja hier raus. Dann hatte ich es ja hier unten an dieser Stelle eingebaut, damit der Zug auch schon während meiner Bauphase hier im Grunde genommen wenden konnte und die Gleise mit dem Reinigungswaggon abfahren kann. Aber darum ging es ja nicht. Ich hatte ja die Frage bekommen, da hatte ich ja versprochen, das mache ich relativ kurzfristig, zum Anschluss meines Modules, Kehrschleifenmodules. Und da habe ich jetzt hier, Moment, ich hole es mal schnell aus meinem Schrank hier raus. Moment, haben wir sie da noch hier drin? Nee. Ja, hier ist noch eins drin. Das hatte ich mal geprüft, weil ich will ja mal wissen, ob alles so gut funktioniert bei mir. Und da hinten liegt es irgendwo drinnen noch. Dort sieht man es ein bisschen rausgucken. Das ist also das gleiche, was wir hier liegen haben. Und das ist das Train von der Firma Train Modules. Da oben haben wir es. Gut, und der Anschluss ist denkbar einfach. Das sieht jetzt hier ein bisschen wüst aus, was es ja nicht ist. Es ist ja aufgeräumt, aber vielleicht kann man sich es ganz gut vorstellen. Das Modul hat, ich gehe mal hier runter zu dem angeschlossenen Modul. Das hat ja hier, das ist jetzt das Modul, was übrigens bei mir an der Platte angeschlossen ist, aktuell. Da habe ich jetzt hier die zwei Kabel, hier gehen sie lang und da steht es auch dran, da ist mein Kehrschleifeanschluss und das geht dann hier unter das Gleis drunter und ist im Grunde genommen hier oben von unten angeschlossen, verlötet. Wichtig ist, das ist ja dann der Teil, der geschaltet werden soll, dass man einmal am Heimende, das ist in dem Fall hier, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht. Nee, das sieht man hier nicht, weil da ist es auch nicht. Ich sehe es jetzt gar nicht von hier aus, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Auf jeden Fall muss das getrennt sein. Das ist wichtig. Also hier ist irgendwo eine Trennstelle eingebaut. An der Stelle liegen dann keine normalen Weichenverbinder, wie wir das jetzt, oder Gleisverbinder, wie man das hier sehen, sondern das sind Verbinder aus Plastik. Das kennt jeder von euch, da bin ich mir 100% sicher. Moment, ich hoffe, ich habe es jetzt hier auf Anhieb gleich mal zur Hand. Wahrscheinlich wieder mal nicht. Doch, seht ihr das? Nö, das ist was anderes. Aber ist egal, das sind auf jeden Fall Verbinder, die sind aus Plastik. Die habe ich wahrscheinlich hier drüben auf meiner Arbeitsplatte liegen, wo die Gleise unterbrochen sind. Hier bei der Platte sieht man es noch ganz gut. Hier an der Stelle ist es. Also nicht aus Metall, sondern aus Plastik, also Trennstellen, ganz normale Trennstellen, kennt jeder von euch. Und das muss natürlich auf beiden Seiten ran.
wie gesagt, einmal auf der Seite rechts von meinem Anschluss und das andere, da muss ich hier mal ein Treppchen hochsteigen. Moment, das befindet sich bei mir hier vor der Weiche. Da müsste man es ganz gut sehen, da unten unter dem drunter geklebten Stückchen Pappe. Das habe ich übrigens auch aus meiner Spur-Z-Zeit übernommen, wo ich die immer noch ein bisschen mit unterstütze, so wie wir das hier oben haben. Aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir noch mal zu. So, und dazwischen wird dann eben, wie gesagt, das Kehrschleifenmodul angeschlossen. In dem Fall bei der Platine, wenn ich mir die so rumhalte, auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Das ist dann das Kabel, was hier lang geht. Das geht ganz normal an den Stromanschluss meiner Anlage ran. In dem Fall habe ich jetzt hier oben das dicke rote Kabel, was zu meinem Wendel hier drüben führt. Ne? Da oben ist alles angeschlossen. Das heißt, der Strom, der kommt hier rein, versorgt dann sozusagen die Weiche einmal hier vorne mit Strom. Und die anderen, wo so viel dran sind, das sind dann die Stromanschlüsse, die ich im Grunde genommen hier so verteilt habe ringsum. Da habe ich an jeden Übergang übrigens einen ran gemacht. Ich möchte, dass es sauber wie möglich läuft. Jetzt habe ich bei der Spur N mache ich das alles mit Flexgleisen, da ist es ein bisschen leichter. Aber egal. So, Strom liegt an und wir sehen, wie gesagt, hier ist der Anschluss für den inneren Bereich, also zwischen den Trennstellen, die wir praktisch jetzt hier drin haben, mache ich mal relativ lang, dass wir sozusagen immer einen Zug dazwischen kriegen. Und dann, wie gesagt, Trennstelle, und das ist der ganz normale Fahrbetrieb Stromanschluss, den wir drauf haben. Ja, mehr ist im Grunde genommen gar nicht zu wissen. Dann haben wir hier oben ein Poti drauf, das hier. Das muss man dann beim Einstellen lediglich einmal ganz nach rechts machen. Ich weiß gar nicht, ob wir es hören. Moment, ich mache mal kurz das Mikro. Wenn das ein bisschen raschelt, will ich es entschuldigen. Wir haben es jetzt hier. Ich lege das mal hier daneben. Müssen wir es hören und ihr mich nicht mehr. Einmal ganz nach rechts drehen. So. Ich hoffe, es bleibt scharfer. Ich muss jetzt hier ohne Mikro ein bisschen näher rankommen. Und dann dreht man es lediglich nach links. Ganz leicht und langsam, bis das aufhört. Jetzt hat es aufgehört. Ne? Wenn ich es weiter rechts mache, klickert es. Wenn ich jetzt nach links mache, hört es auf. Und da muss man aufhören. Das ist die Schwelle, die man finden muss. Das ist ganz einfach. So, ich mache mal das Mikro wieder hier dran. Moment. Ja, raschelt wahrscheinlich wieder. Ich höre es ja leider jetzt gerade nicht. Und mehr ist das nicht. Und dasselbe habe ich hier unten. Hier klickert es jetzt auch nicht, weil ich das schon eingestellt habe. Ja, dasselbe. Das Putti ist jetzt hier in dem Fall blau. Bei dem anderen war schwarz. Das ist völlig egal. Und dann halt die Anschlüsse dran. Mehr ist es nicht. Dann zeige ich euch jetzt noch kurz den Betrieb. Das mache ich jetzt wieder ohne Mikrofon. Das vertone ich nach. Und dann sehen wir oder hören wir uns gleich wieder, wa? So, dann habe ich es doch anders angeschlossen. Und zwar, normal bediene ich das selber mein Smartphone. Ich habe jetzt mein Tablet. Da habe ich die App von der Z21 auch drauf. Ich habe jetzt hier hinten eine Lok hingestellt. Dann habe ich jetzt hier unten mein Tablet. Das spiegelt sich jetzt hier alles ein bisschen, aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir stellen ja nicht die Z21 vor, sondern wir schauen, ob auch alles funktioniert. So, dann werden wir die Lok mal starten. Da fährt sie los. Immer noch ein kleines bisschen mehr. So, jetzt fährt sie erstmal hier rum. Das hat alles noch nichts damit zu tun. Mal die Kabel hochhalten hier. Das wird übrigens die nächsten Tage alles ordentlicher hier unten mit den Kabeln. Das ist jetzt am Anfang noch so, da ich ja, wie gesagt, die Spur jetzt hier gerade aufbaue. So, jetzt kommen wir hier hinten rum. Auch chaotisch, aber spielt erstmal alles keine Rolle. Jetzt fährt die über die Bogenweiche. Jetzt kommen wir in den Bereich rein. Jetzt hat es kurz geklackert. Moment, da kommt sie wieder. Und jetzt kommen wir hier unten in die nächste Trennstelle. Klack, hat wieder geklackert und die Lok ist durch die Schleife durchgefahren. Und das funktioniert. Jetzt halten wir sie einfach noch an. Doch, mehr ist ja noch nicht. Da hinten ist ja alles noch im Bau. Aber ihr seht, das funktioniert. Ganz einfach, ganz schnell. Nur die Kabel angeschlossen. Das war die verantwortlich war für das ganze Ding jetzt hier. Und mehr ist es nicht. Das funktioniert. Also ich brauche weder irgendwelche Sensorgleise oder Sensoren oder Redkontakte, wie auch immer. Obwohl ich die drin habe. Ne? Das hat jetzt aber damit gar nichts zu tun. Hier sind überall... Hier an der Seite zum Beispiel, oben hier unter den Gleisen, da ist einer. Die kommen ja überall hin, aber die sind für mich nur für die Weichenbeeinflussung, wie ich es bei der Spur Z auch schon hatte. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Klappt super, kann ich echt empfehlen. Okay, dann hoffe ich, ich konnte mit diesem wirklich kurzen Video helfen.
Und dann denke ich, sehen wir uns beim nächsten offiziellen Video wieder. Mein Gott, war das ein schwerer Satz. Dein Aquapainter. Mach schön gut. Tschüss.